Alles klar. Nein. Markus. Pampe und Lancer. Ja, ich komme jetzt. Der Ganzlinger kommt. Läuft. Was war das denn? Ich säge einen Stuhl. Ja, und dann ist dieses... Weiß ich auch nicht, was das bringt. Oh, ein Sammler. Ich will gleich wissen, wie viele Unfälle dadurch schon passiert sind. Mhm. Richtig viele bestimmt. Da, da ist am Motor, Ilmarkis. Jo. Vor allem, du sägst das Ding bei mir und da spritzt Blut. Anstatt Funken. Voll das Geile war, ich war fast hinten runtergerannt, ne? Und dann konnte ich nicht weiterrennen, durchsichtige Mauer, weil das Ding ja runterfallen muss. Mhm. Ja, ja. Was machen die immer? Die Nachricht. Wir gehen runter. Kennt es. Hm, ich sehe den da hinten im Drecksack. Aber der dürfte jetzt gleich gehen. Der hält aber ganz schön viel aus, muss ich sagen. Beide down, glaube ich. Nee, hey, zurück. Zurück. Unten bleiben. Oh ja, es ist noch genug für alle da. Ja, der sieht uns auch, ist klar. Wir haben nicht aus dem Fenster geguckt, aber die wissen, ob wir da oben sind. Hm, das kannst du da richtig gut machen. Aber besser ist er natürlich am Endweg. Patsch. Wärst du eigentlich tot, aber Markus überlebt hat. Ja, der war blau, deswegen hat er das nicht so gemerkt. Mhm. Die Schmerzen. Rodeo reiten. Da hat nämlich so ein bisschen hier an Ishii irgendwie gerade. Ja, dann habe ich mir gedacht. Ich denke mal, das ist ja so gemacht, weil bei dem Ishii-Game, das kam als erstes und danach kam ja Gears of War 2. Nee. Kam nicht zuerst, ich meine, du hast doch bei einer Spezialedition den Beta-Code für GOW 3 gekriegt. War da nicht GOW 2? Nee, bei GOW 2 gab es ja keine Beta. Ich meine, ja, stimmt. Zu 3. Ja, stimmt, da war da zu 3. Das Ishii-Game. Fick die Drohne. Das Ishii-Game. Wir schreiben Geschichte. Oder wir beschleunigen die Sache, indem wir auf ihn reiten. Reaver schön und gut, aber ein Bruder. Wie er das betont hat. Was sie können, können wir auch. Ich glaube, der war wirklich blau, als er das synchronisiert hat. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er blau war. Ziemlich ein Ishii-Game. Ein kleiner Dinosaurier. Müsste ich eigentlich in Menü-Einstellungen gehen, wie die Mucke demonstrativ ein bisschen lauter machen. Beste Stelle in dem Spiel. Boah, knallt das Vieh! Jo! Was ist das laut? Der übersteuert aber schon ganz schön. Ja, das geht richtig ab, das Ding.
Kannst du Granaten schießen? Ja. Der Maicho. Maicho am Boden. Heftig. Boah, ich höre das gar nicht, weil das so knallt. Ich auch nicht, weg. Ich höre nur das Knall. Boom, boom, boom. Dun, 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 dun. Ja, aber der Boomer Punch. Der ist heftig. Hab ein. Hier rennen 80 Trillionen von den Viechern rum. Ja. Schade, wenn Boomer nicht rennen kann. Ishi! Hast du das gehört? Der Ishi macht sowieso immer richtig Action. B drücken, ne? Ja. Ich finde das ja sowieso lustig, ne? Dass, die checken, dass das nicht den ihr Brumac ist. Da hat der Brumac den Schwanzvergleich gemacht. Wie der am Ende gefaust hat, verknallt er leider wieder. Aber ich muss sagen, das ist echt schön laut. Ja, das ist richtig pervers, muss ich sagen. Ich verstehe dich auch kaum. Der Maichu. Wahrscheinlich, du hast auch über Lautsprecher und Headset, ne? Ja, beides natürlich. Das habe ich auch und das ist ein Problem, weil du dadurch beides lauter regelst. Selbst wenn du den Party-Chat auf 0 machst, hörst du mich noch. Ja, hab ich extra gemacht, damit ich weiß immer, wie laut das ist. Ich kann nicht laufen. Was ist das für ein Bug? Ein bisschen zurückgehen? Jetzt kann ich wieder laufen. Da läuft die Mucke wieder an. Ich höre die im Hintergrund, wie die anläuft. Du glitschst bei mir aber ordentlich rum. Ja. Hammer auf Down bereit. Ziel wählen. Abschuss einer Nuklearrakete geortet. Licht aus. Richtig legendär, die Dinger. Blechbubi, hart mal. Okay. Was ist das für ein Bug? Was macht der Boomik da? Hast du den Bug gerade gesehen? Ich konnte dich steuern, der hat sich so komisch gedreht, ja, oder was? Der wollte irgendwas mit der Wand machen. Der Boomik wollte verstecken mit den Spielen. Der wollte gerade zählen. Hab ich auch das Gefühl gehabt. So, ich habe einen leichten roten, ich fühle mich gerade wie ein Schwer. Wohin mit dem Boomik? Der Boomik. Hä? Was war das denn für ein Bug? Von jetzt auf gleich, bummst du einfach irgendwie gestorben. Wurdest du immer zur Wand hingezogen. Du wurdest irgendwie immer zur Wand hingezogen. Ey, weil ich hatte einen ganz leichten roten gehabt und auf einmal bin ich umgefallen. Ist der zusammengeknickt mit seinen Beinchen und dann auf einmal kam. War ich tot. Wir waren zu schwer für den Boomek. Hat er auf Länge nicht ausgehalten. Das hab ich ein Gefühl gehabt, dass das wirklich so war. Nee, wenn wir haben irgendeinen Weaver oder so vergessen. Den müssen alles ficken. Den Kahn haben wir, glaube ich, vergessen runterzuholen, der da kam. Ich kann leider keine Raketen verschießen. Ich konnte sowieso keine verschießen. Der Gaskahn. Wo ist der? Der kommt jetzt gleich. Ich sehe ihn nicht.
Da ist er, ich kümmere mich um den. Ich kann nicht ballern, was ist das schon wieder los? Dann haben wir nicht gemacht. Das haben wir gerade nicht gemacht, das ist nämlich ein Missionsziel gewesen. Ja, jetzt können wir durchrushen. Hat der Boomerang Schwächeanfall gekriegt? Das war so geil, wie der einfach umgekippt ist. Ich habe ihn Speer, leicht einen roten. Und von jetzt auf gleich kippt er einfach um. Der hat ihn direkt den Dropship getroffen am Kopf. Na, ja, der hat Apache eigentlich nicht getroffen. Nee, aber jetzt. Ist der Door open. Der Seher, der Sieder. Der Tauchsieder? Ja, genau, der. Tom, ich bin traurig, wie schnell der Bummel jetzt mutiert. Wir hatten auch Kontakt mit dem Zeug. Ja. Und uns war nichts. Schieß mit den Raketen dagegen. Ich kann die nicht schießen. Da waren doch gerade welche am Fliegen. Ja. Worauf soll man die denn schießen können? Weiß ich nicht. Ich konnte vorhin auch keine schießen. Ich habe alles gedrückt. Drück mal X. Ja. Oder nee, das waren nicht meine Raketen. Ich habe ganz normal LTRT gedrückt. Guck dir mal die komischen Pimmel zu. Sind aber gerade welche geflogen. Wie die da in die Luft fliegen. Ich schieß sie nicht. Doch, X muss ich glaube ich drücken. Dann kannst du mit X schießen. Weil ich kann keine schießen. Ne, ich kann auf X nicht schießen. Ne, ne, die Raketen meinte ich. Nicht jetzt die normalen Schüsse. Die Ravens haben eine Einflugschneise. Roger, Delta. Ravens sind auf dem Weg. Zentrale Ende. Wieder super laute Video. Markus, Dom, ihr verrückten Hunde. Wir holen euch jetzt da runter. Roger, Bird, könnt uns kaum erwarten. Ist der frech? Boah, der Hulk. Ja, vor allem, wie sieht der so riesig wie so ein Baum? Vor allem, das ist das Lustige. Ein Krüppel. Da ist er. Das ist Krückli. Ja, ich finde ich so geil, wie der das eine Händchen hält da. Wie ist die Falcons? Wie schnell die Morgenröte einhaut, ne? Mhm. Wie schnell die Morgenröte gerade eingeschlagen ist. Und das ist auch keine normale mehr. Ne, das ist eine dreifach, vierfache, was auch immer. Das ist eine modifizierte vom Schwarzmarkt. Ja, genau. Klack.
Spielerwelt freigeschaltet. Welt kann sich in einem einzigen Augenblick auflösen. Ein unerwarteter Schicksalsschlag und die Welt, wie ihr sie kennt, ist ausgelöscht. Für immer. Anja, hörst du mich? Antworte, Anja! Anja? Alles, was euch wichtig und teuer war, wird fortgezerrt in das Reich der Erinnerung. Tut mir leid, Markus. Das Leben ist grausam. Ganz zweifellos. Doch das Leben geht weiter. Mit oder ohne euch. Das wir zurücklassen. Doch dieses Vermächtnis ist oft genug nicht das, was wir uns wünschten. Ja, da ist das unten links die Legende. War und ist Gears of War 2 gewesen. Da unten haben wir die Wix-Birne, Rod Ferguson unten einmal und der Cliffy B natürlich. Und ja, ich würde sagen, das mit den Credits, das kann man sich ja schenken. Jetzt vergewaltigt mal alle den Like-Button unten ordentlich. Und ich würde sagen, wir sind einfach bei dem nächsten Let's Play wieder. Ihr Cocksauger, da sehen wir uns wieder. Und dann können wir richtig Gas wieder geben. Und ja, ich bin 45. raus wie ein Blinddarm, würde ich sagen. Und ihr seid mal wieder ratloser als Hovercrafts. So, ich bin raus wie ein Blinddarm.